Ja, liebe Zuschauer, willkommen zurück zum zweiten Teil von Auf den Punkt. Mein Gast heute Abend ist Jan Stöß und Jan Stöß will regierender Bürgermeister werden. Nochmal hallo, schön, hallo, dass Sie bei uns zu Gast sind. Und Herr Stöß, wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zu Herrn Nussbaum? Wir haben gerade vor der Werbepause über teure Vorschläge gesprochen, was man vielleicht auch an Einsparungen wieder verändern sollte in der Stadt. Ist Herr Nussbaum damit auch so zufrieden? Also wir haben eine besondere Situation in Berlin. Wir haben 150.000 Menschen mehr in den letzten 3 Jahren. Das ist so viel wie einmal Heidelberg oder einmal Potsdam einfach dazu. Und das bedeutet natürlich auch, dass auch die Stadt mitwachsen muss mit diesen zusätzlichen Menschen, die ja auch zusätzliche Einnahmen in die Stadt bringen. Wir haben erfreulicherweise in den letzten 2 Jahren jeweils 500 Millionen Euro Haushaltsüberschuss. Also das ist ja schon was. Und mein Vorschlag ist, dass wir dieses Geld dafür benutzen, diese Spielräume dafür benutzen, jedenfalls die Hälfte davon wieder zu reinvestieren. Ich glaube, wir brauchen Investitionen. Jeder, der auf einer Berliner Straße fährt, der weiß, wie die Grünanlagen aussehen, der vielleicht Kinder in der Schule hat, der Erfahrungen hat mit der Verwaltung, wenn er mal aufs Bürgeramt geht, der weiß ja, wir leben zurzeit von der Substanz. Wir investieren nicht mehr. Und wir brauchen Investitionen. Sonst ist das auch eine Versündigung gegenüber den nächsten Generationen, wenn wir das, was unser Kapital ist, zerbröseln lassen. Das bedeutet, wir müssen wieder öffentlich investieren. Ich finde, dass das auch einhergehen muss, damit, dass wir auch private Investitionen stärken und ermöglichen, anstatt sie zu behindern. Und dafür brauchen wir auch eine leistungsfähige Verwaltung. Das heißt, Sie wollen eigentlich mehr den Stellenabbau in der Verwaltung stoppen und da das Geld reinschieben? Weil wenn ich immer so Herrn Nussbaum als Finanzsenator höre, bleibt mir immer so hängen, okay, wir haben ja immer noch ganz viel Schulden abzubauen, BER will ich gar nicht ins Spiel bringen, dann haben wir ja auch noch die Schuldenbremse, die kommt. Er sagt immer, er hat nicht so viel Spielraum. Jetzt sagen Sie, okay, wir müssen dem Zuwachs, ich meine, es gibt ja auch einen Länderfinanzausgleich, da haben wir Sie vorhin gesehen mit Janzel Kizetippe, wo Sie auch schon Vorschläge geäußert haben, wie man den ganzen Ausgleich neu ordnen kann, aber das heißt, Sie wollen denn doch wieder das Geld irgendwo anders holen, über Kredite vom Bund mit einer Neuverteilung? Weil angeblich hat ja Berlin kein Geld. Oder genau, haben Sie doch noch Schatzkammern im Roten Rathaus? Nicht über Kredite vom Bund. Wie gesagt, wir haben Überschüsse erzielt in den letzten 2 Jahren. Und es ist für uns natürlich ganz zentral, dass wir uns beim Länderfinanzausgleich in den Verhandlungen durchsetzen. Da haben wir Vorschläge gemacht, zum Beispiel diesen Altschuldentilgungsfonds, der allen Ländern und Kommunen zugutekommen würde. Und klar, das ist natürlich ein zentraler Punkt, dass Berlin sich da nicht schlechter stellt als in der Vergangenheit. Ich will aber auch den Ehrgeiz haben, dass wir eben nicht immer das größte Nehmerland sind, sondern dass wir das Einkommen der Berlinerinnen und Berliner verbessern. Das ist doch der zentrale Punkt. Wenn die Berliner und Berlinerinnen wieder besser verdienen, dann kriegen wir am Ende vielleicht auch ein bisschen weniger Geld aus dem Länderfinanzausgleich. Damit kann ich aber gut leben, weil die Berlinerinnen und Berliner dann auch mehr eigene Steuern zahlen. Es sollte nicht unser Selbstverständnis sein, immer bei den anderen nur auf Betteltour zu gehen, sondern die wirtschaftliche Dynamik, die wir in der Stadt haben, dafür zu nutzen, nach oben zu kommen. Wollen wir mal ein bisschen privater werden? Sie kommen ja aus der Nähe von Gießen-Hildesheim. Inwieweit haben Sie denn eigentlich genug Großstadterfahrung, erst recht, wenn man regierender Bürgermeister einer Metropole wie Berlin werden will? Also ich bin 1996 nach Berlin gezogen, bin also schon ein paar Tage hier. Das war sozusagen noch die coole Zeit, wo es noch keine Lärmschutzauflagen seitens des Ordnungsamtes gab. Also das war eine coole Zeit in den 90er Jahren, das stimmt. Das war auch aufregend. Ich glaube, das ist doch das Tolle an Berlin, dass es nicht darauf ankommt, wo man geboren ist, sondern wer das zum Kriterium macht, der ist eigentlich selbst kein Berliner. Weil Berlin immer auch die Heimat der Heimatlosen gewesen ist. Eine Stadt ist, die auch immer andere aufgenommen hat. Das ist nie ein Kriterium gewesen, das wäre auch kleinkariert. Fontane hat, glaube ich, mal gesagt, nach 7 Jahren ist man Berliner, jetzt habe ich bald 20 voll. Ich glaube, dass ich da auch in einer großen Tradition stehe. Schließlich war auch Willy Brandt kein gebürtiger Berliner, auch Ernst Reuter nicht und schließlich auch nicht Walter Momper. Also das ist, glaube ich, nie ein Kriterium gewesen, nach dem die Berlinerinnen und Berliner ihren Regierenden ausgewählt haben. Gut, dann fragen wir mal, welchen Stempel haben Sie denn? Reitzer Lee heißt der Palästinenser, Michael Müller ist der Abarbeiter. Welchen Stempel hat Jan Stöß, der Richter? Also ich glaube schon, dass ich als der Erneuerer hier in dieses Rennen gehe, dass ich auch zeige, wo es neue Akzente gibt und was man eigentlich anders machen müsste. Ich sage, weiter so alleine, das gilt nicht, das funktioniert nicht und da müssen wir uns darum kümmern, dass es eben auch den Mut zum Neuanfang gibt.
Viele sagen ja auch, Mensch, der hat keine Parlamentserfahrung, zumindest nicht, was Abgeordnetenhaus angeht. Das kann er nicht. Sehen Sie es eher hinderlich oder eher förderlich, dass Sie diese, weil gerade vorhin darüber gesprochen haben, okay, früher war es denn immer so, dass wir Erfüllungsgehilfe des Senats waren, aber eigentlich das, was in der Partei entwickelt und eher an Ideen geschieht, das muss auch in Regierungshandeln umgesetzt werden. Das heißt, wie wollen Sie die mangelnde Parlamentserfahrung letztendlich denn doch ja, für sich ausnutzen? Ja, wissen Sie, also ich bin genau wie Klaus Wowereit. Klaus Wowereit war Volksbildungsstadtrat in Tempelhof. Ich war für Finanzen, Kultur, Bildung und Sport in Friedrichshain-Kreuzberg zuständig, also ein ähnlicher Zuständigkeitsbereich. Klaus Wowereit war dann noch mal knapp 2 Jahre im Abgeordnetenhaus und ist dann regierender Bürgermeister geworden. Also ich glaube, dass ich da mithalten kann. Meine politische Erfahrung ist ja nun auch nicht erst seit gestern. Ich bin ja auch im Parteivorstand der Bundes-SPD. Am Ende geht es darum, kann man sich durchsetzen? Kriegt man das hin, für seine Position Mehrheiten zu gewinnen? Und das habe ich gezeigt, dass ich in den Parteivorstand gewählt worden bin. Das war gar nicht so einfach. Das hat vor mir zuletzt Dietmar Staffelt geschafft und das war 93. Den kennt mittlerweile also auch keiner mehr. Ist schon ein bisschen her. Normalbevölkerung, oder? Ja, das zeigt ja der nur. Der ist irgendwo in Brüssel. Das also zeigt ja nur. Den Ehren, aber der ist irgendwo in Brüssel gelandet. Das zeigt ja nur, wie lang das her ist. Hm. 93 ist ja in der Tat schon eine gewisse Zeit lang. Ein bisschen, ja. Und also da bin ich sehr selbstbewusst und glaube auch, dass ich ganz bestimmt die nötige Qualifikation habe. Was unterscheidet Sie zu Klaus Wowereit? Hat er eigentlich alles richtig gemacht? Also wir sind Klaus Wowereit für seine Leistung, die er in Berlin erbracht hat, unendlich dankbar. Ich glaube wirklich, dass er Berlin verändert hat, wie wenige regierende Bürgermeister vor ihm. Dass er eine ganz große, starke Persönlichkeit war und dass vieles von dem Erfolg Berlins auch mit dieser Persönlichkeit, mit ihm zusammenhängt. Insofern stellt sich die Frage auch nicht, sich jetzt irgendwie von ihm abzusetzen. Aber natürlich nach so einer langen Zeit, fast 14 Jahre ein regierender Bürgermeister, 25 Jahre SPD in der Regierungsverantwortung, da muss sich eine Partei natürlich auch aus sich selbst heraus erneuern. Wenn man dann nur sagt, weiter so, dann gibt es auch, naja, ein paar Verschleißerscheinungen. Und deshalb ist dieser Prozess, den wir jetzt haben, auch genau die richtige Kur dafür. Sich zu überlegen, wo soll es hingehen? Wer hat die richtigen Ideen? Wer hat die beste Vorstellung und Vision davon, wo Berlin in 10 Jahren stehen soll? Das heißt, es klingt doch schon so ein bisschen abkoppeln von Klaus Wowereit. Die Ära ist vorbei. Jetzt wollen wir aber nach vorne schauen und nicht, eigentlich nicht mehr zurück. Also ich glaube, Klaus Wowereit ist der Erste, der versteht, dass wir jetzt nicht alle in seinem Schatten verharren sollten, sondern dass er auch sagt, na ja, klar, ihr müsst jetzt nach vorne gucken. So hat er das selber in seinem politischen Leben auch immer gemacht. Und ja, das ist so, ich habe mal gesagt, es sind große Fußstapfen, aber wer nur in die Fußstapfen von anderen tritt, der hinterlässt keine eigenen Spuren. Darüber muss man sich auch klar sein. Wieder was gelernt. Herr Stolz, man fragt sich immer wieder, mit wem würde der eigentlich gut können? Nun haben wir ja eine rot-schwarze Koalition, eine große Koalition hier in der Stadt. Andererseits, man sieht sie mit Jansel Kizetippe, die ist mit meiner Erinnerung auch offen für Gespräche mit den Linken, hat Berlin ja sowieso Erfahrung durch die rot-rote Koalition. Andererseits, Sie kommen aus Kreuzberg, da regieren ja die Grünen. Wie affin sind Sie denn, welcher Partei gegenüber offen? Klar, Sie werden jetzt sagen, die rot-schwarze Koalition, wir haben einen Vertrag, das muss zu Ende erfüllt werden. Aber Sie werden ja schon gucken, aha, nächste Abgeordnetenhauswahl, welche Partei könnte für eine Koalition für mich persönlich taugen? Also ich habe auf Bundesebene immer dafür geworben, dass wir nichts ausschließen. Das sollten wir jetzt in Berlin auch nicht anfangen. Das ist ja ganz einfach. Sie haben recht, die Koalition arbeitet gut. Freut mich, dass Sie das auch so sehen. Rot-Schwarz hat eine Erfolgsbilanz. Die Zusammenarbeit klappt gut, klappt auch vertrauensvoll. Ich arbeite auch mit Frank Henkel gut zusammen. Aber na klar, es gibt inhaltliche Überschneidungen, die mit den Grünen auch sehr groß sind. Das ist klar. Es gibt auch Unterschiede. Ich kenne aus der Friedrichshain-Kreuzberger Erfahrung auch die ein oder andere, sagen wir mal, Schwäche, die Grünen manchmal haben. Da habe ich mich in der letzten Wahlperiode manchmal ganz schön mit denen gefetzt. Aber man kennt sich eben auch und ich glaube, es gibt da auch eine verlässliche
eine verlässliche Zusammenarbeit, aber auch ein Sportsgeist in der Auseinandersetzung. Dass wir mit den Linken können, das haben wir 10 Jahre bewiesen in der Regierungszusammenarbeit. Also ich glaube, da gibt es eine Menge Optionen für die SPD und das ist ja auch gut so. Um die Worte von Klaus Vorbereit mal zu verwenden. Weil Sie gerade jetzt so ein bisschen, wir können mit allen, das Thema AfD will ich mal im Hinterkopf behalten, weil da will ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Bleiben wir mal ganz kurz bei den Grünen in Kreuzberg. Gerade da ist ja auch viel Mist in letzter Zeit passiert. Ich sage nur Thema Flüchtlinge. Dann gibt es eine Bürgermeisterin von den Grünen, die Benimmregeln für Touristen fordert, zum Beispiel auch Gummirollen für Rollkoffer, also sich darüber Gedanken macht. Also wie ernst zu nehmen sind denn die Grünen mittlerweile für Sie? Oder sagen Sie, ja, hoffentlich tut sich da auch einiges in den nächsten 2 Jahren bis zur nächsten Abgeordnetenhauswahl, gerade auch wenn Sie so ein bisschen die letzten Koalitionsverhandlungen, die ja gescheitert sind, hier auf Landesebene im Hinterkopf haben. Also ich glaube, dass natürlich da in der Auseinandersetzung rund um den Oranienplatz und auch die Gerhard-Hauptmann-Schule nicht alles optimal gelaufen ist. Hat das vielleicht auch... Alles wird optimal, wir haben nur noch 2 Minuten, höre ich gerade. Ja. Alles optimal klingt so ein bisschen diplomatisch. Viele sagen ja auch, das ist richtig Mist gelaufen. Man hat den Flüchtlingen, die ja große Not haben, vieles versprochen. Aber eigentlich so, die Wunschtüte ist eigentlich relativ ganz klein, weil das Land Berlin so vom Gesetzgeberischen her, ja, was das Thema Flüchtlinge angeht, gar nicht viel machen kann. Also, das stimmt. Ich glaube, dass das mittlerweile auch vom Bezirk selbstkritisch eingeräumt wird, dass man da einiges hätte anders machen müssen. Ich finde, dass wir das richtig gemacht haben, dass wir darauf gesetzt haben, diese Situation friedlich zu bereinigen. Und es ist einer der großen Erfolge dieser ganzen Legislatur gewesen, dass die Lekollet das hinbekommen hat, diesen Konflikt friedlich zu lösen. Die Unterbringung der Flüchtlinge in dieser Situation war natürlich auch menschenunwürdig. Und deshalb war es gut, dass man diesen Zustand friedlich beigelegt hat. Gut, aber der Konflikt ist ja noch nicht ganz gelöst, wenn man uns daran erinnert, dass jetzt eine Kirche in Kreuzberg besetzt war und man wirklich händeringend hat diskutieren müssen, dass die jetzt ohne das Einschreiten der Polizei, sag ich mal, in andere Unterkünfte kommen. Thema AfD ist mir noch ganz wichtig, gerade wenn wir jetzt auf den Brandenburger Landtagswahlkampf gucken. Wie viel Angst haben Sie, dass die AfD auch Berlin hier, sag ich mal, Punkte holt? Ist ja von auszugehen. Also hier müssen die Demokraten im Parlament, glaube ich, auch ein gemeinsames Zeichen setzen, dass die AfD mit ihren rechtspopulistischen Ansätzen nicht in diesen Bogen gehört, der in einem Parlament vertreten sein sollte. Ich glaube, dass, was es dort an fremdenfeindlichen, auch an homophoben Klischees gibt, dass man das auch deutlich benennen muss und dass wir uns da deutlich von abgrenzen müssen. Die AfD hat in Parlamenten nichts verloren und ganz bestimmt nicht im Berliner Abgeordnetenhaus. Das haben wir alles gehört von allen Parteien vor dem Brandenburger Wahlkampf. Letztendlich wurden sie doch gewählt. Das heißt, müssen sich jetzt nicht quasi mal alle, ich meine, ich habe jetzt immer so die NPD auch vor Augen, die ja nun zackenschärfer ist, um gelinde gesagt, muss es da nicht ein bisschen mehr als, wir müssen uns alle mal Gedanken machen, muss da nicht ein bisschen mehr passieren, dass man gerade so Strömungen wie die AfD verhindert? Gedanken machen habe ich nicht gesagt. Man muss klipp und klar benennen, was deren Vorschläge sind und was für fremdenfeindliche, homophobe Parolen da zum Leute, Teil Sie vorkommen. Trotzdem wählen. Und ich glaube, dass es dafür auch wichtig ist, dass wir dafür werben, dass die Leute überhaupt wieder zur Wahl gehen. Denn das ist ja das eigentlich noch größere Problem jetzt bei den Landtagswahlen gewesen, dass die Wahlbeteiligung so niedrig gewesen ist. Das macht ja erst diese Extremisten stark. Wir müssen dafür werben, dass die Menschen, die Berlinerinnen und Berliner, auch die Brandenburgerinnen und Brandenburger sehen, wer nicht zur Wahl geht, der wählt eben meistens rechts und der lässt andere für sich bestimmen. Und dass dieses demokratische Wahlrecht wieder selbstverständlicher wird, darüber müssen sich alle demokratischen Parteien Gedanken drüber machen. Die SPD wird es jedenfalls tun. Dafür stehe ich auch ein. Das bedeutet, wir müssen gerade da hingehen, wo die Probleme am größten sind, wo der Schuh drückt. Da ist der Platz der SPD. Wir sind fast am Schluss. Wie war es eigentlich, Dietmar Woidke die Hand zu schütteln und zu gratulieren zum Wahlsieg? Haben Sie auch schon so ein bisschen mal darüber nachgedacht, aha, wie würde es mir eventuell gehen, wenn ich jetzt die Mitglieder ja Befragung gewonnen habe, wenn meine SPD-Mitglieder sagen, okay, Jan Stöß soll jetzt Klaus Wowereit beerben? Also das war ein guter und auch ein glücklicher Moment, Dietmar Woidke da gratulieren zu können. Ich glaube,
Und ich habe mich fast ein bisschen gewundert, dass viele gesagt haben, ach, das ist aber toll, dass jemand aus Berlin hier ist. Das sollte selbstverständlicher werden, dass wir mit Brandenburg enger zusammenarbeiten und vertrauensvoller zusammenarbeiten. Wir haben ja auch ein großes Bauvorhaben gemeinsam. Wundert mich, dass Sie darauf gar nicht zu sprechen gekommen sind. Naja, aber, was wollen wir darüber reden? Schulden, ist ja klar, das Ding macht später auf und kostet immer mehr Geld. Die Situation. Es sei denn, Sie haben jetzt ein Wunderrezept und sagen, okay, wenn ich Regierender werde, geht das alles viel schneller und kostet aber weniger Geld. Die Zusammenarbeit mit Brandenburg ist natürlich da der Schlüssel zum Erfolg, dass wir da an einem Strang ziehen müssen als Gesellschafter und dass das auch noch ein bisschen besser werden kann, das ist, glaube ich, auch ein offenes Geheimnis. Nein, bemerkenswert ist, dass die brandenburgische SPD es zum 6. Mal in Folge geschafft hat, dort stärkste Partei zu werden. Und das ist natürlich schon eine Leistung, die zeigt, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger ihrem Ministerpräsidenten und der märkischen SPD vertrauen. Trotzdem bin ich auf den Punkt gekommen und gesagt, schon mal selber das Gefühl eingeatmet, geübt. Wie ist es, wenn ich Regierender werden sollte, wenn die SPD-Mitglieder sich für mich entscheiden in Berlin? Also wir haben jetzt ein spannendes Verfahren. Ich denke jetzt nicht darüber nach, was dann am Wahlabend ist, sondern ich denke jetzt darüber nach, wie ich die Mitglieder von meinen Visionen, von meinen Ideen überzeugen kann. Über alles andere reden wir später, da komme ich gerne wieder zu Ihnen. Okay, man merkt dann halt doch, da ist Jan Stöß doch Richter, da kommt der Richter wieder durch, der Diplomat sozusagen. Vielen Dank, Jan Stöß, und am Schluss die Bitte, bitte kommen Sie immer auf den Punkt und vor allen Dingen bleiben Sie auf dem guten Teppich der Tatsachen, auf dem Boden der Realitäten sozusagen. Vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio. Danke Ihnen.